Moin, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euren Schmuck so richtig schön in Szene setzen könnt. Dafür haben wir etwas vorbereitet, Maria und ich. Und zwar sind es meine gesammelten Schmuckstücke und Werke, die ich auch mal beim NDR am Fernsehen getragen habe. Und ich finde es so schade, wenn die eigentlich in so einem, ich habe ja keinen Schminktisch, aber die Idee hatte ich tatsächlich aus dem letzten Video von Andreas. Der hat ja so einen Schminktisch aus Bambus, der so schwarz Natur war. Und da habe ich gedacht, auch wenn man da jetzt so was Schniekes raufstellen würde, das wäre schon schick. Und habe gedacht, weil bei mir ist das auch so, die verschwinden dann, hängen alle übereinander, die Ketten. Das ist eigentlich, wird dem Schmuck nicht so richtig gerecht. Und da habe ich gedacht, was könnte man mal machen, damit man das so ein bisschen, den Schmuck irgendwo einsetzt, dass es irgendwie, vielleicht gerade, weil man ihn jetzt nicht mehr täglich trägt oder so, dass man den nochmal irgendwie richtig gut in Szene setzt. Wir haben zwei Ecken aufgebaut. Einmal so ein bisschen extravagant und glamourös. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch mein jetziger Stil, den ich immer noch habe. So dieser Hippie-Boheme-Look, so ein bisschen mit Lederbändern und ja, cool und lässig. Aber auch der Look hat mir immer sehr gut gefallen mit einem Kleid, wenn ich mich dann schick gemacht habe, irgendwie mit so einer Statement-Kette. Das war schon auch oder ist auch immer noch so mein Stil. Jetzt heute habe ich hier zum Beispiel nur so ein Klimperkram, ein bisschen mit Muscheln. Das hätte man dann sommerlich dekorieren können. Jetzt tendieren wir aber schon leicht in Richtung Herbst, nicht Weihnachten. Ich will es noch nicht hören, nein, 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 nein. Aber die Farben geben das auch ein Stück weit vor. Und wir hatten dann die Ketten liegen und überlegt, weil das ist spooky. Man muss wirklich aufpassen, dass es nicht kitschig wirkt. Und hier unser erstes Modell, wenn ihr euch das mal anschaut, ist eine Hornkette. Das ist aus Horn, diese Blüte. Das finde ich schon auch irgendwie sehr besonders. Und die haben wir einfach um unsere gehäkelten Körbe gelegt mit einem Windlichtglas. Und dann ist das ein dicker Strickband, also so ein Schlauch, so eine Kordel mit ein bisschen Paillette. Das sind auch immer die Feinheiten. Also zum Beispiel die Feder, wenn ich die jetzt umdrehe, ist die ja richtig gold bepudert und das war uns zu extrem. Man kann dann auch mal das so ein bisschen abmildern, indem man da ein bisschen das Gold wieder rausnimmt. Und ich finde das irgendwie ganz schön, weil da so kleine Glitzerkristalle drin sind. Das wiederholt sich da mit dem Kerzenlicht. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Arrangement, weil sich das gut fügt, dieser Naturlook und Schwarz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht nur im Schlafzimmer gut aussieht auf dem Nachttisch, sondern dass es eben auch auf dem Stubentisch ganz schön aussieht. Ja, und wir sind ja immer mal am Experimentieren, was man so machen kann. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern an dem Video, ich weiß nicht, es war nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, da habe ich doch meine ganzen Pullover alle zerlegt, die ich gar nicht mehr getragen habe irgendwie und habe da ganz tolle Kränze draus gemacht. Das war ja auch eine recycelte Aktion, die super gut bei euch ankam, weil ganz früher haben wir das ja schon mal mit Jeans gemacht und dann haben wir es jetzt irgendwie mit den Pullover und Stoffen gemacht. Und das gehört auch alles so ein bisschen zu diesem Entwicklungsprozess. Was können wir Neues machen? Was können wir anders machen? Wichtig ist ja nur, dass es am Ende gut aussieht. Ne? Weil irgendwie eine Kette irgendwo reinhängt, das ist ja nicht die Lösung. Und da haben wir uns wirklich mit auseinandergesetzt. Auch hier jetzt bei diesem Modell, da ist jetzt diese Kristallblüte drin. Die hing dann immer hier so bei mir an der Seite wie so ein dicker Brummer und rutschte immer wieder runter. Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich die drapieren sollte. Und hier konnte man sie im Prinzip jetzt super ranlegen. Auch hier mit dieser schönen goldenen Kette eingefasst, mit goldenem Lederband. Und dann darf es auch ruhig da ein bisschen mehr Glam sein. Und eben dann auch der schwarze Korb dazu. Also da waren wir wirklich immer, haben wir rangelegt, passt das zu dem? Wir hatten nämlich zum Beispiel, ich zeige euch das mal, wenn man das umdreht, ich habe hier so eine ganz schöne Kette, die mag ich nämlich auch echt gerne, mit so Kristallen in Gold. Wenn man das auf diesen Naturton rauflegt, das war es irgendwie nicht für uns. Ne? Es wirkte im Endeffekt dann doch besser in dieser Kombination mit Schwarz. Aber hier passt es jetzt nicht zu. Aber ihr seht, was das ausmacht. Ne? Gold auf Natur, ein bisschen Blush, ein bisschen Mau. Und hier dann bei Schwarz hat es eine ganz andere Wirkung. Also wir gucken schon genau, was können wir wie miteinander kombinieren. Und das macht nachher auch den Style, den wirklichen wahren Schick aus. Ne? Ist ja wie beim Styling bei der Klamotte auch. Ne? Hast du irgendwie eine Kette, die nicht passt, dann, aber sobald du, ich merke das, manchmal kommen Kunden rein, die haben tolles Outfit mit einer super Kette, da guckt man ja sofort hin. Das ist ja wirklich, wo man sagt, Mensch, das ist schön, hat sich was bei gedacht. So, und hier haben wir jetzt so eine, das finde ich auch so eine schöne, ich habe natürlich viele florale Ketten, ne? Ist ja klar, als Floristin. Das ist, glaube ich, auch Horn und eine Perle, so ein bisschen Glockenblumen, so Blüten, die nach unten hängen. Finde ich auch irgendwie ganz witzig. Und das dann eben auch ganz schlicht. Also es muss gar nicht viel rein. Hinten muss es auch sauber aussehen. Die ist mit Schleifenband zusammenzubinden, hier mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Applikation. Dann die Bänder lappen sich hier, sowohl das Samt- oder Seidenband wie auch das Lederband, dass sich das so ein bisschen überschneidet. Und da muss man dann aufpassen, muss da noch eine Feder rein oder nicht? Wird es zu viel oder macht man wirklich das
Ihr kennt ja unser Prinzip, 1, 2, 3 Teile, ne? Schönes Windlichtglas, Kerze und dann einmal die Deko. Dann sollte es auch schon reichen. Jetzt schwenken wir mal hier rüber. Hier haben wir, das ist so eine Kette, die, ja, die finde ich eigentlich auch immer noch total toll. Das sind einfach so kleine Goldstückchen aneinandergereiht und da haben wir dann ein Kordelband genommen, Feder. Und wenn man jetzt zum Beispiel unsere Vögelchen, die auf Eicheln sitzen, dazustellt, dann ist das auch schon wieder so eine Einheit. Dann haben wir neue Pflanzen bekommen. Das habe ich auch mal hier so zusammen hingestellt, weil diese Farbübergänge von dieser sukkulenten Speckpflanze und diesem rauchgrauen Glas ganz toll passen. Aber da passt eben auch unser Drahtwindlicht super dazu, weil Drahtwindlicht, dann diese schönen, ja, das ist, als wenn ich so im Urlaub bin irgendwie. Ich stelle mir das gerade so vor, moderner Ibiza-Style, irgendwie abends, da sind dann, ist dann so eine Lounge-Ecke und die stehen dann so da irgendwie in der Reihe und entweder möchte die Dame vielleicht den Schmuck sogar anbieten und verkaufen und zeigt das so nochmal. Also für alle, die ein Dekorationsgeschäft haben oder einen Schmuckladen oder Klamottenladen, eine Boutique, ist sowas natürlich auch ein richtiger Eyecatcher am Tresen, ne? Oder im Regal. Also das heißt, ihr habt hier die passenden Kleider, ich wollte gerade Klamotte sagen, aber die passenden Sachen hängen und das irgendwie im Regal kombiniert. Das ist schon sehr, sehr cool. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Kette, da passiert sehr viel. Da sind hier die Hängerchen runter, dann hier hinten, du drehst es um, hier sind so Holzperlen. Dann haben wir unser dickes Lederband genommen. Wir haben ja so eine ganz dicke Lederkordel hier, die ist so auf Spule. In Schwarz und Natur. Und die bräuchte man eigentlich auch, um das Ganze zu festigen. Ja, und hier ist, das finde ich ganz schön, so eine schöne Ornament von einer Frau. So, oder was ist das? Ja, irgendwie so richtig so ein, ja, und hier ist ein kleines Strassherzchen. Also man dreht es um, hat vorne und hinten eigentlich eine schöne Dekoration, weil die Kette das hergegeben hat. Die ist eben so aufwendig betüdelt gewesen. Hier ist ein bisschen der Indianer-Style, ne, mit Federn und kleinen Glitzer-Strasssteinchen, ja, und hier dann auch nochmal. Das ist so ein Look, auch wenn man dieses hier nach hinten dreht, der sieht eben auch von hinten gut aus. Ich drehe es euch nochmal eben um. Na, da ist natürlich nochmal die Feder, ne? Und dann einfach, das hängt normalerweise hinten im Rücken, glaube ich, so runter. Das weiß ich gar nicht mehr genau, wie die Kette so war. Aber ihr seht, was man so mit Schmuck in Kombination mit, naja, Floristik oder auch mit Dekorationsartikeln Stylisches umsetzen kann. Und ja, hier haben wir nochmal ein größeres Holzobjekt, weil die Kette war so üppig und gibt so viel her an Material. Da muss natürlich dann auch ein Gegenstück zu erfolgen. Da kann ich jetzt nicht so ein kleines Pöttchen nehmen. Da muss halt auch richtig Attacke sein, damit das auch zur Wirkung kommt. Und das sind lauter so Holzkugeln, Holzstücke. Und da haben wir auch, ehrlich gesagt, einen kleinen Nagel vorne und hinten reingehangen, damit es nicht runterhängt. Und dann nochmal mit dem, das ist jetzt ein schmaleres, graues, dünnes Lederband, das hier dann fixiert, dass das schön hängt und dann flackert das so ein bisschen. Ja, das hat auch irgendwie einen ganz urigen Style. Das passt zu unserem gesamten Style. Maria hat schon so ein schönes Windlicht hier fertig gemacht. Im herbstlichen Look mit Blaubeeren, Glück, so eine schöne Blechschale und so, so ein bisschen mystisch. Aber trotzdem auch schon so in die Richtung, wie das jetzt geht. Und ich finde, das passt alles ganz toll zusammen. Ich bin gerade dabei, unsere Eukalyptuspflanzen, die wir draußen stehen haben, die haben so ein bisschen mit der, ich weiß nicht, woran es liegt, Hitze, so viel war es ja hier eigentlich auch gar nicht. Die waren innen drin so trocken und knusprig. Vielleicht habt ihr auch das Problem oder kennt das, dass euer Eukalyptus so ein bisschen geschwächelt hat diesen Sommer. Und ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe das alles rausgekrümelt, weggeschnitten und in diese schwarzen Gefäße gesetzt, weil wir, ja, hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, hier demnächst eine kleine filminterne Feier haben. Und habe ich gedacht, okay, jetzt kommen diese Eukalyptus schon mal raus, nach drinnen, hier in den Stall rein. Und wir dekorieren die dann ganz cool aus mit Farnpflanzen, alles. Aber wie das aussieht, das gibt es im nächsten Video. Da ist dann die ganze Tafel dekoriert, aber vielleicht kann ich euch schon gleich so ein paar Einblicke zeigen. Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen das so ein bisschen, diesen Grauton nochmal aufnehmen mit Sukkulenten, mit Ananas. Die müssen aber echt noch frisch und grün sein, dürfen nicht irgendwie gelb schon sein. Und dann mit Farnpflanzen. Ich habe hier schon mal die Farnpflanze auch in dem Braunton. Die ist nämlich auch ganz cool. Und wenn man jetzt, ich mache mal ein bisschen Platz. Ach, ich sehe gerade noch was, das möchte ich euch zeigen. Wer Vögel nicht mag oder sagt, was könnte man denn, oh, steht da noch einer? Nee. Der könnte auch hier unsere Peperoni, seht ihr, wie cool das aussieht, dazu
die mit einsetzen. Die Fruchtstände, ne, die kommen ja jetzt auch alle wieder. Und hier vielleicht dann so die goldene reinsetzen. Also es muss jetzt nicht eine Feder sein oder wenn euer Schmuck irgendwie nicht so eine tolle Applikation hat, dann macht ihr da einfach noch eine Brosche, die ihr habt dazu. Oder ihr guckt halt, dass man vielleicht so, ja, so Schoten, die ihr habt aus der Natur, vielleicht echte einsprühen, kommen ja jetzt so viel Fruchtstände oder dann eben halt diese Sachen dazu macht. Also ihr seht, wie toll das miteinander zusammenpasst. Ja, ich mache mal eben kurz Platz und hier habe ich zwei schlichte hohe Vasen. Wenn ich jetzt nämlich hier so eine Kette habe, die für sich schon sehr unruhig ist, dann brauche ich halt wirklich einfach ein ganz schlichtes Gefäß. Seht ihr? Nur dann wirkt es. So, dann könnte man jetzt Steckmasse reinsetzen, eine Kerze darauf packen. Entweder macht man sich zweimal das gleiche fertig, so nebeneinander, je nachdem, wie man das hat. Aber der ruhige Untergrund ist echt wichtig, damit diese, wenn das so sehr vertüdelt ist, auch zur Wirkung kommt. Was habe ich dann hier noch? Die ist mir leider hier eingerissen an der Stelle. Und das ist eben auch so. Ich mag das dann gar nicht wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, man könnte das jetzt nochmal mit Draht reparieren. Aber hier seht ihr das so auch in so einem Viereck. Ne? Das auch etwas tiefer dann setzen. Sieht auch irgendwie ganz schön aus, auch so mit den Kerzenständern zusammen. Und hier habe ich jetzt etwas Breiteres. Da müsste man dann mal gucken, ob das jetzt dazu passt oder ob das eben dann wieder etwas wäre, was man zu einem breiteren Gefäß dann nutzt. Ich gucke mal eben gerade am Glas, dann das hier so runterhängt. Wie so eine kleine Schürze, ist auch irgendwie ganz witzig. Also da müsst ihr dann mal schauen, was ihr habt, wie ihr das einsetzt. Ich meine, ich habe auch Schlüsselanhänger ohne Ende hier mir mal gekauft und dann liegen sie da rum und gar nicht benutzt. Aber das sind so coole Quasten, die könnte man auch irgendwie ganz lässig aus so Gefäßen raus. Hier ist jetzt dieser braune Farn. Das ist jetzt zu viel, darf nur einer sein. So ein bisschen, na, muss man mal gucken, wie man da so spielerisch rangeht. Ich mache mal eben ein so eine Farnspitze ab, um nochmal das zu sehen hier mit dem. Ups, jetzt hänge ich hier schon mit meinem Schmuck fest. So, und dann braucht man nur noch mit dem Lederband ein bisschen hier umzuwickeln und schon ist die ganze Geschichte fertig gestylt. Also ihr seht, es ist mit relativ einfachen Mitteln, mit wenigen Handgriffen, könnt ihr euch euren Schmuck richtig toll nochmal in Szene setzen. Und zum Abschluss habe ich noch was Frisches für euch vorbereitet. Tada! Mal sehen, ob ich da noch Schmuck einbaue oder ob ich dann einfach das nur so passend dazu gestalte. Da gehen wir mal eben an den anderen Tisch. Kommt mal mit!